In einigen Gebieten haben wir viel Schnee, in anderen Gebieten viel Reif, in manchen Gebieten gar nichts. Aber die nächsten Tage werden kälter. Nichtsdestotrotz wackelt der Winter. Grüße Sie und grüße euch. Und danke, Dennis, für dieses Bild. Ein tief winterliches Bild. Und der Winter wird zumindest in den Mittelgebirgen mal bis Montag halten. Und dann wird ihm vielleicht sogar der Garaus gemacht. Wir schauen mal kurz zurück, wie war der Winter bisher. Der meteorologische, er hatte eine Mitteltemperatur von 2,3 Grad deutschlandweit gemittelt. Das ist eine Abweichung von 1,9 Grad plus. Verglichen mit dem früheren Klimamittel, verglichen mit dem neuen Klimamittel, ist es 0,8 Grad zu mild gewesen. Also es ist im Moment rein statistisch noch ein Mildwinter, obwohl er sich vielerorts ganz anders angefühlt hat. Diese milden Phasen kamen ja immer nur kurz und sehr heftig. Und so wird es auch weitergehen. Das war der Januar bisher, verglichen mit dem alten langjährigen Mittel. Taumelte rum, geht jetzt runter und dann gibt es wohl einen massiven Anstieg. Und vor wenigen Tagen wurde das hier noch ganz unten berechnet. Und da sieht man mal, wie das hin und her wackelt. Das ist wie so ein Fähnchen, das flackert, was die nächsten Tage angeht. Momentan sind wir wieder auf der milden Seite, gestern auf der kalten Seite. Und das Mittel, das wir jetzt haben, liegt höher. Das heißt, streng genommen war der Januar bisher mit dem neuen Klimamittel zu kalt, wird aber dann hinten raus auch nach momentanen Trends deutlich zu mild werden. Und das sind die Temperaturen in 2 Meter Höhe und die Niederschläge für den Norden Deutschlands. Wie wir das immer machen, 0 Grad plus 10 Grad minus 10 Grad. Hier gibt es kurz mal eher Frostwetter und dann geht es in der neuen Woche rauf und wir bleiben dann oben. Hinten raus sind wir dann wieder um die 0 Grad, wobei es viele Ausreißer nach oben gibt und einige nach unten und jede Menge Niederschläge. Und das ist eben dieser krasse Unterschied, den wir haben. Da sind ein paar Läufe dabei, die sind bitterböse kalt mit scharfem Dauerfrost und andere, da kommt jetzt der Frühling herangezogen. Im Süden Deutschlands schaut es ähnlich aus. Da kriegen wir jetzt zum Wochenende wieder einmal Eisluft. Dann geht es rauf mit den Temperaturen. Und hier zum Beispiel der Hauptlauf, den wir auch auf den Apps haben, der zeigt momentan sehr milde, fast schon vorfrühlingshafte Temperaturen an. Und es sind nur wenige Läufe dabei, die weit runtergehen. Und auch hier erkennbar viele Niederschläge. Die schauen wir uns jetzt mal an. Das ist nur eine Spielerei. Das wird momentan gerechnet für die kommenden 14, 15 Tage, also bis Ende Januar. Der westliche Alpenbogen bekommt dabei ziemlich viel Niederschlag ab in den Hochlagen, logischerweise alles als Schnee. Ansonsten bekommen wir in Deutschland viel Regen und demnach müsste der Januar durchschnittlich bis sogar zu nass ausfallen. Das soll an Schnee liegen. Ende Januar laut Modell hier im westlichen Alpenbogen irre viel Schnee. In den Mittelgebirgen noch ein bisschen was, aber das meiste wird wegtauen durch die milde Witterung, die wir dazwischen bekommen sollen. Und ich sage nochmal dazu, das ist nur Spielerei. Kommen wir zum Wetter des Donnerstags. Da haben wir noch ein paar Schneefälle aus der Nacht übrig von dieser Front, die am Mittwoch über uns hinwegzieht. Die kleben in den östlichen Mittelgebirgen. Im Südwesten die Luftmassengrenze, die uns im äußersten Südwesten sichelförmig über das Allgäu bis in die oberbayerischen Alpentäler noch sehr viel Schnee bringt. Im Südwesten der Schweiz ist es Regen. Im Laufe des Tages zieht sich das ein bisschen südwestwärts zurück. Der Regen geht zum Teil in der Schweiz in Schnee über. Im Südwesten der Schweiz bleibt es allerdings in den Niederungen Regen. Insgesamt lässt in Deutschland der Schneefall nach und in den östlichen Mittelgebirgen ebenfalls. Es folgen noch einzelne Schneeschauer. Drumherum gibt es einen Mix aus Wolken und auch mal Sonnenschein. Im Südosten Österreichs haben wir so leichten Föhn, da scheint die Sonne. Der Wind ist vor allen Dingen in der Osthälfte noch immer unangenehm böig. Die Temperaturen sind recht einheitlich und liegen bei minus 2 bis plus 3 Grad. Etwas milder ist es anfangs zumindest in der Schweiz. Schauen wir auf den Freitag. Der bringt im Osten immer wieder so leichte Schneefälle, die von der Ostsee her sich bilden, über Berlin-Brandenburg Richtung Sachsen ziehen und sich am Erzgebirge stauen. Auch im Thüringer Wald schneit es ein bisschen. Insgesamt in den östlichen Mittelgebirgen, auch im Mühl- und Waldviertel. Im Süden und Südwesten der Schweiz ebenfalls. Im Südosten Österreichs scheint die Sonne. Dazwischen kommt auch mal sonst die Sonne zum Zuge. Am Nachmittag ziehen diese Schneeschauer dann auch Richtung Alpen. Es werden aber nur leichte Fluff-Schneeschauer sein. Und der Wind ist vor allen Dingen im Nordosten noch spürbar, kommt aus nördlichen bis nordwestlichen Richtungen. Die Höchstwerte liegen bei minus 5 bis plus 2 Grad und das fühlt sich durch den Wind alles bedeutend kälter an. Das ist definitiv ein winterlicher Tag mit unterdurchschnittlichen Temperaturen. Und unterdurchschnittliche Temperaturen bringt auch der Samstag. Die Restwolken sind noch da. In der Osthälfte entstehen leichte Schneeschauer bis nach Bayern rein. Das wird aber unbedeutender Schnee sein, so ein bisschen rumfluffen. In den Alpen und auf der Alpen-Südseite scheint die Sonne.
Im Westen zieht ein neuer Wolkenkragen auf, hohe Schleier und Schichtwolken als Vorboten eines neuen Tiefs. Ihr erinnert euch, der Sonntag sollte ja mal sehr kalt werden. Der Samstag, ganz kurz noch, was den Wind angeht, im Osten Nordwind, im Westen schon wieder auffrischender Südwind im Vorfeld dieses neuen Tiefs, bei Temperaturen zwischen minus 7 Grad in einigen Alpentälern und plus 2 Grad an und auf der Nordsee. Und dann kommt dieses Tief am Sonntag hereingezogen. Nichts mit Eisluft und zweistelligen Minuswerten, sondern so ein Tief kommt und bringt Schnee. Das Ganze geht im Westen in Regen über. Im Nordosten scheint noch die Sonne, ebenso im Südosten Österreichs. Und hier liegt das Tief. Der Wind wird schon wieder stark bis stürmisch. Im Südostwind bleibt es sonnig. Ansonsten steigen die Temperaturen deutlich an. Auf 0 bis plus 5 Grad. Im Nordosten sind es noch minus 5 bis 0 Grad. Nach derzeitigen Trends wird der Montag eher nasskalt und schlodrig bewölkt, im Süden noch mit ein bisschen Schnee und ab Dienstag kommt die deutliche Milderung. Die schauen wir uns jetzt mal mit den aktuellen 15 bzw. 16-Tage-Trends für Frankfurt am Main an, also die westliche Mitte. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in bunt finden. Und ihr erinnert euch vielleicht, wir haben es bisher immer angeschaut, da war diese weiße Linie deutlich weiter unten und die hat einen Sprung nach oben gemacht. Diese Luftmassengrenze, die über Mitteleuropa liegen soll, die ist einfach ein Stück nach Norden gelupft worden. Es sind viele Läufe dabei, die im sehr milden Bereich sind, einige, die im sehr kalten Bereich sind und dann wieder hier die Niederschläge, die wir eben eingangs auch gesehen haben, die ziemlich nass sind. Die mildesten Läufe würden so eine Mischung aus Sonne, Wolken und Schauern bringen bei bis zu 17 Grad plus. Da wäre der Winter definitiv erst einmal passé. Und die anderen Läufe, die weiter unten sind, brächten Nebel, Hochnebel, Wolken, ab und zu so ein bisschen Fluffschneefall und minus 10 Grad. Die Aussichten für die kommenden Tage und bis Ende des Monats, die rappeln hin und her und die können wir und dürfen sie auch nicht ernst nehmen. Hier zum Beispiel der Hauptlauf, der Grüne, der ist weit oben, mal ist er unten, der wird hin und her springen. Das ist auch auf den Apps so. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und entspannt bleiben. Jetzt habe ich aber doch noch was, und zwar fast in eigener Sache. Schaut euch mal diese Karte an. Das ist die aktuelle NOAA-Berechnung für den Januar. Wir haben ein halbes Jahr diskutiert, dass die NOAA-Karte, die hat ja hier 3 bis 4 Grad zu warme Temperaturen gemacht. Wo es jetzt am kältesten ist, da sollte es am mildesten werden. Das ist eine Gradwanderung von 180 Grad. Und wir haben immer darüber gesprochen, dass der Januar eine Schwachstelle wird, dass der Atlantik durchbricht und dass auch sehr viel der Mitteltemperaturen mit dem Januar des Winters zu tun haben werden. Wenn sich die Kälte mal durchsetzen kann mit Hochdruck, eine Woche zum Beispiel, gibt es große Negativabweichungen, kommt der Wind, dann geht es eben nicht so weit runter. Und da gab es ja ganz, ganz, ganz viel Shitstorm und Sabotage hier in den Kommentaren, dass ich mich nicht an die wissenschaftlichen Fakten gehalten habe, sondern eigene Interpretationen gemacht habe und mir eigene Gedanken gemacht habe und die Wetterlage interpretiert habe, wie es am wahrscheinlichsten ist. Und das NOAA hat sich nach einem halben Jahr jetzt dem angepasst, wie es wirklich ist. Fast schon ein bisschen Ironie.